Hi, ich bin's, der Ben. Herzlich willkommen im Walnusshain. Das hört sich jetzt langweilig an, aber wenn ich sage Welcome to Walnut Grove, das ist natürlich irgendwie gleich viel cooler. Ja, Welcome to Walnut Grove ist von Toku Takokalio. Das ist kein anderer als der Macher von Eclipse. Und ich weiß nicht, ob ihr unsere Rezension schon gesehen habt, aber Eclipse ist ein absolutes Hammerspiel. Und was der Macher hier versucht hat, der Autor hier versucht hat, ist ganz einfach. Er hat versucht, Agricola und Carcassonne so ein bisschen zusammenzumixen, kräftig zu schütteln und ja, das Ganze mit so einem unsere kleine Farm-Thema zu versehen. Aber das ist ja nicht zwangsläufig was Schlechtes. Dann schauen wir uns doch mal an, wie es funktioniert. Ganz kurzes Spiel, ca. 45 Minuten, 1 bis 4 Spieler. Man könnte es also auch solo spielen. Und ja, gucken mal, wie es ist. Also schauen wir uns doch mal an, was der Walnusshain des Wilden Westens uns so bietet. Und ihr seht auch gleich schon die zwei Hauptkomponenten in diesem Spiel. Ihr habt das Spielbrett, das ist sozusagen die Stadt Walnut Grove. Und hier ist eure persönliche Farm. Jeder Spieler bekommt also hier so ein Spielertableau. Und er startet mit 2 Arbeitern. Das ist sozusagen der Hauptfarmer. Und dann bekommt er noch einen Farmer hier zusätzlich, der schläft aber hier nur in so einem Planwagen. Das ist immer entweder ein gelber oder ein blauer. Also es gibt 2 gelbe und 2 blaue. Ist dann auch hier abgebildet. Was das bedeutet, dazu gleich mehr. Außerdem startet er mit 2 Kupfermünzen. Und die sind hier 0 Punkte wert. Die werden verdeckt hier draufgelegt. Außerdem bekommt er hier noch ein Holz hier im Wald. So, das Spiel spielt sich in mehreren Jahren ab und jedes Jahr ist eingeteilt in die 4 Jahreszeiten. Dafür gibt es hier diese schlauen Scheiben, eingeteilt in A- und B-Scheiben. Und ihr deckt also am Anfang eines Jahres immer eine Scheibe auf. So. Auf dieser Scheibe sind jetzt allerhand Informationen drauf. Einerseits zeigt euch sie hier die 4 Jahreszeiten und ihr seht immer ganz genau, was in diesen Jahreszeiten passiert. Und wie ich ja schon angedeutet habe, ist das hier so eine kleine Mischung aus Carcassonne und Agricola. Und ihr werdet auch gleich sehen, wieso. Ja, ganz am Anfang im Frühjahr zieht ihr neues Land für eure Farm. Dafür bekommt ihr hier so einen schnieken Beutel. Und aus diesem Beutel zieht ihr genauso viele Blättchen, wie hier draufstehen. Also in dem Fall 3 Stück. So, die haben wir gezogen. Und die werden wir jetzt an unser Land anlegen. Da gibt es im Grunde genommen keine Begrenzung. Also es ist hier nicht wie bei, vielleicht bei Mondo etwa, dass man hier irgendwie bei den Landschaften so darauf achten müsste, dass es so aussieht. Es könnte also auch sehr wohl so aussehen. Und ja, es ist natürlich nur von Vorteil, wenn man gleiche Landschaften baut. Aber es gibt Bonuspunkte für abgezäunte Gebiete. Ihr seht hier, da ist immer so ein Zaun dran. Und für jedes abgezäunte Gebiet gibt es am Ende einen Bonuspunkt. Drum kann es eventuell manchmal sinnvoll sein, zum Beispiel so ein Gebiet zu machen, statt so. Denn jetzt ist das hier offen und ihr seht auch, dass es hier nach oben offen ist. Bedeutet also schlicht und ergreifend, ihr müsstet jetzt ordentlich Zäune bauen, um das Gebiet zuzumachen. Es gibt nur einen Punkt, also ist ein Blöd. Vielleicht überlegt ihr also, das Ganze so zu machen oder vielleicht noch sinnvoller in dem Fall jetzt so. Also ihr zieht euch eben so viele raus, wie draufsteht und behaltet immer nur 1 zurück. Man spielt das Spiel über 8 Jahre und es gibt nur einmal, dass ihr 2 behalten dürft. Also es ist nicht besonders viel, was hier abfällt. Ja, ihr baut das also an, haben wir gesagt. Na, machen wir nochmal so, dann ist es am einfachsten zu erklären. Ja, hier steht dann drauf, im Sommer wird jetzt dann produziert und ihr seht auch, dass hier immer eine Bonusproduktion stattfindet. In dem Fall wäre das Stein. Produzieren funktioniert im Grunde genommen ganz einfach. Ihr habt hier eure beiden Arbeiter. Die Farbe dieser Arbeiter spielt absolut keine Rolle. Was ihr macht, ist, ihr stellt einen Arbeiter auf ein Gebiet und ja, dieses Gebiet produziert dann. Und zwar produziert das Gebiet so viel, wie groß das Gebiet ist, also in dem Fall 2. Na, das wäre logischerweise auch 2. Würde ich es jetzt hier hinstellen, dann würde das nur ein Gebiet weit zählen. Machen wir nochmal das Beispiel hier. Ich produziere da und ich produziere dort. So. Das heißt, ich bekomme jetzt hier 2 Kühe. Das sind diese weißen Steine hier.
Und die lege ich hier auf diese Orte. So. Das bedeutet auch, dass das hier begrenzt ist. Soll heißen, ihr könnt jetzt nicht mehr darauf lagern. Ihr habt zwar ein bisschen extra Lagerplatz hier in eurer Scheune, soll also heißen, wenn ihr jetzt schon voll hättet und hier dann nochmal drauflegt und zwei produziert, dann könnt ihr nochmal zwei hier einlagern. Aber das ist immer so eine Sache und nicht ganz so einfach. Also es sähe also jetzt so aus. Ja, und dann sind wir auch schon im Herbst. Ihr habt produziert, alles wunderbar. Im Herbst spielt ihr dann alles hier auf diesem Brett hier ab. Ihr habt hier ja mehrere Möglichkeiten, eure Farm auszubauen oder euch auszuhelfen. Ihr seht zum Beispiel, hier ist die Möglichkeit, dass ihr neue Arbeiter kauft und die Kosten sind immer hier abgedruckt. Wäre also jetzt hier zum Beispiel zwei Getreide. Hier kostet das Ganze nur eine Kuh oder ein Schaf oder was auch immer das ist. Ja, da sind Kosten für ein Holz und ein Schaf und so weiter und so fort. Also die Kosten sind hier aufgedrückt. So. Es beginnt hier, das ist das Einzige, also die anderen Spielrunden finden jetzt immer simultan statt. Nur der Herbst, hier muss in Spielerreihenfolge stattfinden. Und die Spielerreihenfolge, die ist bestimmt, wer am weitesten weg vom, ja, vom Bürgermeister ist sozusagen und im Uhrzeigersinn. Soll heißen, wenn ihr also hier steht, dann seid ihr am weitesten weg vom, hier von der Stadthalle. So. Ihr dürft euch dann beliebig weit bewegen. Im Uhrzeigersinn. Und stellt euch einfach auf einen zulässigen Platz hier. Also ihr seht, da ist Platz für zwei Leute. Ja, und dann könnt ihr euch hier holen, was auch immer ihr wollt, wenn ihr dann natürlich die Kosten bezahlt. So, also jetzt hier zwei Getreide, dann holt ihr euch einen Arbeiter, den ihr allerdings erstmal nebenan stellt. Ja gut, und warum macht ihr das überhaupt? Ihr versucht ja Siegpunkte zu bekommen. Siegpunkte sind unter anderem etwa eben diese Münzen. Ihr habt ja am Anfang eben die Kupfermünzen, die sind null wert. Aber das Spiel ist ja gemacht von dem, der auch Eclipse gemacht hat. Darum gibt es auch hier so einen Fashion Beutel. Und aus diesem Beutel zieht ihr Münzen raus, wenn ihr Sachen verkauft. Und dafür gibt es hier immer, ja, gibt es hier Orte, an denen ihr eben eure Güter verkaufen könnt. Und zwar immer ein Gut für eine Münze. Und hier seht ihr auch dann drauf, welches Gut eine extra Münze abgeben würde. Ja, und dann zieht ihr eben fröhlich raus und dann habt ihr darunter Siegpunkte. Das ist ganz genauso gestaffelt. Ihr habt hier also 0, 1 und 2. Aber jede Münze ist gleichwertig, wenn sie denn verkehrt rum liegt. Denn ihr dürft euch ja, wie gesagt, beliebig bewegen. Allerdings, wenn ihr hier so ein Feld überschreitet, eben mit so einer Münze, dann müsst ihr eine Münze Steuern bezahlen. Und das kann eine beliebige Münze sein. Wenn ihr jetzt also keine habt oder wenn hier nur noch die Zweier drunter liegt und ihr zwei Siegpunkte abgeben müsstet, das wäre natürlich katastrophal. Und ihr seht es auch hier, deswegen ist es nicht so sinnvoll, dass ihr jetzt hier diese Güter drauf lagert, denn das ist auch eben Platz für Münzen. Und ja, wenn da schon Güter drauf liegen, dann passen da auch keine Münzen mehr drauf. Gibt es natürlich Möglichkeiten, das hier auszubauen, um hier einfach mehr Platz zu bekommen. Da gibt es diese Teile hier, aber die werden hier einfach zufällig draufgelegt. Es kann also sein, dass eventuell gar keins von diesen Ausbauten in einem Spiel vorhanden ist oder im anderen Spiel sind nur diese Ausbauten vorhanden. Die andere Möglichkeit sind hier diese Häuser und was die tun, dazu kommen wir gleich, wenn wir jetzt hier in den Winter übergehen. Im Winter müsst ihr füttern und einheizen. Und wie ihr das macht, ist, ihr bezahlt, also der schwarze Bauer, der muss weder gefüttert noch geheizt werden. Ihr bezahlt jetzt nun für jeden Arbeiter, der auf dem Feld war, und jetzt kommen sie eben wieder zurück, bezahlt ihr ein Futter. Und zwar ein Futter in der Farbe dieses Steins. Also der frisst jetzt zum Beispiel hier ein Getreide. Das solltet ihr also wirklich überhaben. Ja, und dann müsst ihr den Leuten einheizen, die hier nur in diesem Planwagen wohnen. Denn da ist es ordentlich kalt. Und die brauchen hier ein Holz pro offenem Planwagen. Da kommt jetzt auch eben das hier ins Spiel. Das ist sozusagen, ihr baut dem eine nette Hütte und dann müsst ihr nicht mehr einheizen. Was das hier bedeutet, diese zwei Lagerfeuer, dass ihr zwei extra Holz in dieser Runde abdrücken müsst, weil es besonders kalt ist. Und das machen jetzt auch diese Scheiben eben. Sie geben ja besondere Bedingungen ab. Zum Beispiel sagt das jetzt hier, ihr müsst nur eins extra einheizen, aber die gelben fressen doppelt. Denen müsstet ihr also jetzt pro jedem gelben, müsstet ihr also zwei Getreide übrig haben. Oder
Da müsst ihr zum Beispiel gar nicht extra heizen, nur das Standard heizen, aber die blauen essen und so weiter und so fort. Bis ihr eben durch diesen Stapel durch seid und dann gibt es Siegpunkte. Hier gibt es so breite Plättchen, die ihr hier noch drunter legen könntet. Einfach Bonus-Siegpunkte, wie in jedem anderen Spiel auch sozusagen Prestigegebäude. Hier etwa gibt es nochmal 2 Siegpunkte für jeden dieser Ausbauten. Ja, und dann bekommt ihr eben, wie gesagt, Punkte. Die Münzen zählen eben ihrem Wert. Dann gibt es einen Punkt für jedes abgeschlossene Gebiet hier und einen Punkt für jedes Gebäude, das ihr hier gebaut habt und nochmal 2 Punkte für jeden Arbeiter. Ja, das Spiel ist, wie gesagt, sehr, sehr knapp. Ihr habt hier zum Beispiel ganz genau 8 Jahre, 8 Herbste. Folglich habt ihr auch nur 8 Aktionen hier auf diesem Brett im ganzen Spiel. Also ganz, ganz knapp bemessen und ja, schauen wir uns mal an, was ich sonst noch von dem Spiel halte. Ja, ihr seht es, einfach zu erklären. Walnut Grove ist vor allem eins, es spielt sich flott und einfach. Ihr habt ja gesehen, es funktioniert alles simultan. Das heißt, der Erste schnappt sich halt am Anfang hier gleich das Tütchen, zieht dann seine Ländereien raus, legt die an, produziert schon mal. Im Grunde genommen kann man schon mal alles machen, bis zum Herbst hin eben. Und dann geht es in Rundenreihenfolge und dann kann auch jeder gleich schon seine Sachen bezahlen und wieder zurücknehmen. Also es geht wirklich flott, man muss ja nichts halten, man muss auf niemanden warten. Ganz einfaches, schnelles Prinzip. Was auch ganz nett ist, ist, wenn man nicht bezahlen kann, dann muss man sich für jedes Kügelchen oder für jeden Kubus, den man hier nimmt, so eine Nachbarschaftshilfe holen. Das ist ganz nett gemacht, das wären natürlich jetzt 2 Minuspunkte am Ende des Spiels. Und man kann immer nur so eine Nachbarschaftshilfe in Anspruch nehmen, die kann man einfach abbezahlen mit 3 anderen, wenn sie einem nicht flöten geht. Und wenn man jedes Mal eine zweite bekommen, eine zweite Nachbarschaftshilfe, dann wird die umgedreht und dann gibt es feste 2 Minuspunkte und man darf sie sozusagen nicht mehr zurückgeben. Und das akkumuliert sich, also wenn man es schlecht anstellt, natürlich relativ flott, quasi erste Nachbarschaftshilfe wird umgedreht, dann zweite, die könnte man wieder abbezahlen, sobald wieder eine dritte dazu kommt, wird wieder die eine umgedreht. Also man kann immer nur eine aktive haben, wenn man sie nicht direkt abbezahlen kann, sozusagen diesen Joker, dieses Tauschen 1:3, dann ja, hat man Pech gehabt. Und das haut eben schon ordentlich rein. Ihr habt gesehen, 2 Siegpunkte, das ist schon ordentlich was in dem Spiel. Ja, was eben auch ganz nett ist, ist dieses Münzenprinzip, dass sich hier ins Beutelchen reingreift und dann eben die Münzen rauszieht, die auf der Rückseite augenscheinlich den gleichen Wert haben eben. Denn ihr könnt damit ganz normal eure Steuer bezahlen, ob es jetzt 0 Siegpunkte sind oder 2. Sie verbrauchen Platz und ich finde es ein ganz geniales Prinzip. Man schaut eben, dass man möglichst viele Münzen bekommt, um dann auch ein paar Nuller zu ziehen, mit denen man bezahlen kann. Und das andere ist halt einfach, ja, es ist ein bisschen geklaut von Eclipse natürlich, logischerweise. Also man bedient sich schlauerweise von den eigenen Spielen. Und es ist eigentlich auch ein gutes Prinzip und es macht auch unheimlich Spaß. Dieses ganz flotte, dieses Legen und eben schauen, dass es so ein bisschen passt, möglichst viele Siegpunkte durch dieses Legen zu bekommen, ordentlich zu produzieren, um dann das Füttern zu schaffen. Und das alles in, ja, in 45 Minuten Spielzeit finde ich absolut genial. Und dadurch, dass man eben hier diese Scheiben hat, die ja, gemischt werden am Anfang logischerweise, das heißt, weiß ich nicht, ob es als erstes kommt, aber es liegen auf alle Fälle die A's auf den B's, finde ich ein ganz nettes Prinzip. Wie gesagt, man kann es auch solo spielen. Da hat man so eine grobe Punktzahl, an der man sich orientieren soll, ob man sozusagen gewonnen hat oder nicht. Aber auch zu 2, zu 3, zu 4 macht das Spiel unheimlich viel Spaß und hat ordentlich viel Abwechslung. Es ist wirklich ein netter Filler. Es ist kein abendfüllendes Spiel, aber wenn man vielleicht gerade Orat Labor gespielt hat oder es vorhat und sich beschwert, dass man da nicht füttern kann, dann kann man ja gerne so einen Walnut Grove nach da vorne oder hinten dran hängen und da hat man seinen Futterzwang dann dabei und kann vielleicht auch dieses Bedürfnis stillen. Ja, wie gesagt, Walnut Grove, ein ganz tolles, kleines, ja, Fillerspiel, möchte ich fast schon sagen. Toll, super, ja, nicht tiefgängig, also ihr braucht jetzt hier kein Agricola erwarten oder kein Le Havre. Also, schön für das, was es ist, finde ich. Na gut, so viel dazu. Viel Spaß beim Spielen, bis zum nächsten Mal. Ciao.